Plätze. Vorhang auf für den 10-Länder-Vergleich der Landesverbände. 10 Bundesländer treten in verschiedenen Disziplinen wie Schmetterling, Kraulen, Rücken- oder Brustschwimmen gegeneinander an. Bei den Nachwuchsschwimmern im Alter von 10 bis 14 Jahren gehen Jungs und Mädchen gleichermaßen an den Start und versuchen so schnell wie möglich die Strecke durch das Wasser hinter sich zu bringen. Und den olympischen Gedanken, ja, den hat der Nachwuchs bereits im Blut. Auch für das ganze Team, weil wir hatten auch schon welche, die wurden Zweite und Dritte. Und darauf sind wir auch ganz stolz. Ja. Und wir wollen eigentlich auch nicht unbedingt Erster, Zweiter. Wir haben nicht diesen Ehrgeiz, Erster, Zweiter, Dritter. Sondern einfach für das Team Spaß haben. Zu haben und Spaß ja. Der traditionsreiche Ländervergleich ist ein erster Gradmesser für den Leistungsstand in den jeweiligen Verbänden. Bei dem Wettkampf können unter professionellen Bedingungen und einer tollen Kulisse die jungen Athleten zu Bestleistungen gebracht werden. Nach fast 20 Jahren machen wir das so mit zwischen 7 und 10 Ländern und es ist eine erste Bestimmung des Ausbildungsstandes unserer jüngsten Sportler und auch eine erste Bestimmung des Leistungsstandes, was unsere jüngsten Sportler so schon können, was sie gelernt haben in der Ausbildung, auf dem Wege vielleicht mal zu einer Spitzenleistung. Ne? Ja, und was sie bis jetzt so alles gelernt haben, können die angehenden Schwimmasse in der jetzt beginnenden Staffel unter Beweis stellen. Auf 12 mal 50 Metern Freistil geben die Jungs und Mädels auch gleich alles. Von Beginn an eine starke Leistung zeigen sie hier. Die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt ist, wie auch die letzten Jahre, traditionell mit starken Schwimmern angereist und legt hier gleich mal gut vor, dicht gefolgt von der Mannschaft aus Berlin auf Bahn Nummer 4. Gegen Mitte des Rennens hat sich das Team aus Sachsen-Anhalt einen komfortablen Vorsprung erschwommen. Doch dann kommt die Schlussoffensive der Berliner. Sie machen das Rennen mit einem bravourösen Schlussspurt nochmal richtig spannend und kommen dicht an die Pole Position heran. Aber die Sachsen-Anhaltiner lassen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und klatschen vor den Berlinern ab. Ja, und die Erklärung, wie es zu Platz 1 kam, ist so kurz wie auch logisch. Eigentlich gutes Rennen. Wir sind alle gut geschwommen und ich fand es relativ gut. Ja, relativ gut war das allemal. Und auch die weiteren Athleten, die hier im Ländervergleich gegeneinander antreten, zeigen Bestleistungen und bieten den Zuschauern tolle und spannende Wettkämpfe. Eine besondere Ehre wartet dann bei der Siegerehrung noch auf die Gewinner. Sie bekommen ihre Urkunden und Glückwünsche von keinem Geringeren als ihm hier überreicht. Axel Schulz himself steht am Siegertreppchen bereit und ehrt die Bestplatzierten. Für ihn ist sein Engagement Ehrensache und eine tolle Möglichkeit, die Nachwuchsförderung zu unterstützen. Ja, die Jugendförderung ist ganz, ganz wichtig, weil da liegt ja unsere Zukunft und ich glaube, das ist jetzt nicht wichtig, dass man überall Goldmedaillen holt oder eben halt, sag mal, da der Champ ist, sondern dass man einfach den Zusammenhalt spürt, was Sport macht. Sport ist eben halt Disziplin, du hast eben halt Werte, die man dadurch mitkriegt und das ist dann das Wichtigste, was man rüberbringen sollte und die Kinder sind dem auch dankbar, weil sie eben halt was haben, wo sie, sag mal, sich aufgehoben fühlen und das ist ganz, ganz wichtig und deswegen der Sport schweißt schon zusammen. Dass hier tolle Teams mit einer großartig sportlichen Fairness und Mentalität antreten, das ist quasi nicht zu übersehen. Zum Ende der Veranstaltung dann noch ein kleines Highlight. So kurz vor Weihnachten hatte sich der Weihnachtsmann natürlich nicht nehmen lassen, persönlich vorbeizukommen und die Teilnehmer zu beschenken. Mit vorweihnachtlicher Stimmung geht der Wettkampftag also zu Ende und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, wenn erneut die Elite der Landesverbände bei uns bei hauptstadtsport.tv zum Tanz bittet.